Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Dynasty. Ich bin der Raiden und bin nämlich hier in Elden Ring und möchte euch heute hier zeigen, wie ihr eine Sidequest abschließen könnt und wie ihr dafür auch eine sehr mächtige Kriegsasche bekommt, die euch sicherlich in den ein oder anderen Situationen weiterhelfen wird. Ich befinde mich hier, hier im Limgrave und zwar hier im östlichen Bereich beziehungsweise etwas östlich. Und zwar hier im Randgebiet von Nebelwald. Und dort sehen wir hier eine Brücke. Das ist diese Brücke, die hier eingezeichnet ist. Und da müssen wir jetzt mal hin. Für alle, die das noch nicht erledigt haben, für die wird das hier auf jeden Fall sehr, sehr interessant sein. Am Ende müssen wir hier auch zu einem, ja, ich sag mal, es ist kein Mini-Dungeon, aber ich würde es als solches trotzdem bezeichnen, weil da sind halt dann doch noch ein paar Gegner, die es ja in sich haben, und da schauen wir jetzt mal. Gut, und das ist der gute Mann hier, mit dem wir reden müssen. A kiss goodbye. My fort lies to the south, beyond the Mistwood. Take it. Genau, und der hat euch, beziehungsweise bei ihm werdet ihr eine Quest bekommen, und zwar müssen wir eine Festung im Süden einnehmen, und da bewegen wir uns jetzt auch mal hin. Das ist nämlich diese Festung hier am Rand, und da gehen wir jetzt auch mal hin. Ich werde mal meinen treuen Begleiter hier holen. Na, die sammeln wir alle ein. Nicht liegen lassen, die sind sehr, sehr wertvoll. Die kleinen Runen, wenn man die schön gesammelt hat, dann ist das natürlich sehr zum Vorteil. Hier ist noch ein Bär, und den machen wir mal erstmal einen großen Bogen. Okay. Hui. Ich glaube, der Bär will jetzt was von mir. Ich hoffe mal, dass wir den abschütteln können. Dass er irgendwann mal das Interesse an uns verliert. Ja, ich glaube, das Interesse ist jetzt weg. Und wir befinden uns hier auch schon fast an der Burg. Ihr solltet hier noch diesen kleinen Ort der Gnade mitnehmen, damit ihr quasi so einen kleinen Checkpoint hier habt. Na, wo ist er denn? Ich glaube, den habe ich gerade verpasst. Na, komme ich hier nicht mehr raus? Doch. Ah, da unten ist er, genau. So, den Ort der Gnade berühren wir jetzt mal. Rasten dort auch mal ganz kurz, damit wir mit voller Energie loslegen können. Ich werde mal meine Ausrüstung mal noch anlegen. Ich gehe jetzt ja hier mal mit Schwert und Schild los, ganz klassisch. Und hier vorne ist dann der Eingang. Sollte da ein bisschen taktisch, ein bisschen klug vorgehen, denn hier wimmelt so ein bisschen von Gegnern. Ah, okay. Sehr schön, der hat uns jetzt nicht getroffen. Denn da oben ist noch ein Bogenschütze, der uns hier an den Kragen will. Wir laufen hier die Felsen hoch, damit wir dem Bogenschützen ausweichen können. Und dann gehen wir mal hier lang. Jetzt müssen wir versuchen, diese einzelnen Ritter hier ja anzulocken. Perfekt, das erste hat schon... Hallo, komm her. Sehr schön.
So, das war der erste. Hier ist auch noch ein Baum mit einem sehr, sehr mächtigen Gegenstand, aber ich werde jetzt erstmal die Wache hier erledigen. Oh! Nicht schlimm. Oh, jetzt nehmen wir es mal ein. Denn das ist eine goldene Saat, die ist sehr, sehr wichtig. Das erhöht eure Flaschenanzahl. Und jetzt gehen wir einfach mal weiter. Diesmal hat es geklappt, ohne Probleme. Der will uns jetzt hier nur an den Kragen. So, gut, dass der uns da unten in Ruhe lässt, dieser Kürbiskopf. Oder wie auch immer der sich benennt. So, weiter geht's. Und zwar hier jetzt in diese Festung rein. Und dort sind auch nochmal ein paar Gegner. Und jetzt müssen wir auch verdammt schnell sein. Diese werfen mit Feuer. Deswegen ganz schnell hoch hier. Der erste hat schon mal nicht getroffen. Sehr schön. Der zweite auch nicht. Und schnell jetzt den guten mal hier erledigen. Jetzt gehen wir schnell hier rein. Hier ist noch ein Handbuch. So, das Ganze haben wir jetzt. Noch eine kleine Ratte, aber die ist jetzt nicht weiter schlimm. Wir müssen jetzt versuchen, schnell wie möglich hier hochzukommen, denn da erwarten uns auch noch mal einer, zwei beziehungsweise noch. Er hat uns getroffen. Jetzt müssen wir Glück haben, dass der uns da nicht gesehen hat. Hat er uns gesehen? Ich hoffe mal nicht. Doch, der hat uns gesehen. Verdammte Axt. Und hier ist noch ein Gegner. Na, ich muss unbedingt die Ratte loskriegen. Nein. Geht doch noch mal hoch, damit ich ein bisschen mehr Fläche habe, um jetzt gegen ihn zu kämpfen. Ja, die Ratte kommt günstig. Perfekt. So, wo ist der Ritter jetzt hin? Der ist runtergefallen. Ist auch ganz gut. Da kommen wir wirklich mal noch ein bisschen vor, das wäre gut. Okay, das war jetzt wirklich kurios. Ich dachte, ich kann ihn jetzt einen guten Hit verpassen. Was er natürlich auch machen könnte, ist gegen diesen Ritter hier versuchen, hinter ihn zu kommen. Immer versuchen, so ein bisschen auszutänzeln. Jetzt habe ich Glück gehabt. Perfekt. Jetzt haben wir ihn besiegt und bekommen von ihm den blutigen Schnitt. Das ist eine Kriegsasche und das werden wir dann auch gleich noch holen, beziehungsweise ich werde euch noch zeigen, was das ist. Ich habe ja schon gesagt, das ist eine sehr, sehr mächtige Kriegsasche, die man auf jeden Fall schon früh im Spiel holen sollte. Blutrose nehmen wir auch noch mit und dann klettern wir noch mal ganz kurz den Turm rauf. Dort befindet sich nämlich auch noch ein Gegenstand der Begierde. Den nehmen wir auch noch auf jeden Fall mit. Den sollte man auch nicht verpassen. Ich muss dazu leider auch sagen, dass ich den zweiten Teil davon noch nicht gefunden habe. Worum es sich handelt, werden wir gleich sehen in der Kiste.
Und zwar ein Medaillon. Wir schauen uns das Ganze mal an. Hier, Medaillon von Tektus links. Also kombiniert die Medaillons, um den großen Aufzug von Tektus zu benutzen. Also man braucht quasi beide Teile, um dann irgendwo einen Aufzug zu benutzen. Und ich habe jetzt bisher nur diese eine Seite der Medaille gefunden. So, jetzt sind wir hier fertig quasi. Und ich werde euch jetzt nochmal die Kriegsasche zeigen. Dazu bewege ich mich nochmal zum Ort der Gnade zurück. Habt ein bisschen Geduld bei dem Kampf gegen diesen einen Ritter. Der ist schon nicht ganz ohne. Man, gegen den kann man relativ schnell drauf gehen, wenn man nicht aufpasst. Wir versuchen jetzt hier irgendwo hier runterzukommen. Ah ja, es hat geklappt. So. So, ihr werdet irgendwann dann einen weiteren Punkt bei dem Ort der Gnade bekommen. Das heißt dann Kriegsasche, wie ihr das Ganze bekommen könnt. Dazu gibt es auch ein Video von mir, wo ihr die Kriegsasche bekommen könnt, ohne dass ihr jetzt überhaupt irgendeinen Gegner erledigen müsst. Da müsst ihr ein bisschen weit reisen. Das Video werde ich euch hier auf jeden Fall noch verlinken. Und wenn ihr das habt, ihr müsst dazu in die Tafelrunde kommen und danach wird euch hier dieser Bereich freigeschaltet. So, ich nehme jetzt einfach mal mein Langschwert und dort werde ich einfach mal blutig ausrüsten, meinen blutigen Schnitt. Und das ist quasi mein Talent. Wenn ich jetzt mit dieser Waffe LT drücke, sieht das Ganze so hier aus. Und das ist halt auch, wie gesagt, sehr, sehr stark. Ich werde es euch mal ganz kurz vorführen. Hier vorne sind zwei Gegner, beziehungsweise ein paar mehr. Die nehmen wir uns jetzt einfach mal vor. So, wie ihr sehen könnt, macht das ordentlich Schaden. Und vor allem, wenn dann auch noch mehr Gegner da sind, wir locken sie mal alle an. Da kommt mal alle her. So, jetzt aktivieren wir es mal. Und wie ihr sehen könnt, hat das eine sehr, sehr große Reichweite und ist halt auch verdammt stark. Kostet sehr wenig Magiepunkte. Ja, es ist perfekt. Ah, verdammt. Zu spät geschlagen. Das habe ich mal nicht getroffen, weil ich keinen anvisiert habe. Also, das ist schon verdammt stark und wie gesagt, solltet ihr euch auf jeden Fall holen. Ihr solltet jetzt auch wieder zurückgehen zu der Brücke, wo sich dieser Ritter befindet. Er wird es euch danken, eine kleine Belohnung geben und danach solltet ihr noch einmal zu dieser Burg zurückkehren und dann einfach mal schauen, was sich da verändert hat. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Video hier helfen und ich hoffe, ihr hattet die Kriegsasche noch nicht. Falls nicht, dann wünsche ich euch natürlich viel, viel Spaß dabei und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall zu einem neuen Video wieder. Haut rein, bis dahin.